Hallo und herzlich willkommen zu Grid Autosport im Multiplayer-Modus mit eurem Basmati-Team, bestehend aus mir, dem Nikolas und dem Christopher. Moin. Wir spielen den Modus Street, darunter Hypercar auf der Strecke Circuit of the Americas, die GP-Strecke invertiert. Ja, bei den Fahrzeugen haben wir beide mal den Bugatti gewählt. Ich zeige dir mal noch gerade. Hier gibt es noch den Königsegg Agera R. Das dauert echt ein bisschen hier, bis die Bilder kommen. Der Bugatti Zonda Revolution. Oh, der sieht auch böse aus. Und der McLaren P1. Alles scheiß teure Karren. Und ich bin Bugatti. Ach was, das sind alles Peanuts, die kosten noch nichts. Na, hab ich alle zu Hause stehen, mehrmals. Ich habe ja noch knapp 100.000 auf dem Konto hier. YouTube Money. Von keiner geschalteten Werbung. Mal sehen, wie lange du dafür brauchst. Das geht, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich. Ja, also, ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal. Richtig harte Kurven. So, hier mache ich wirklich viel. Ich würde sagen, einfach direkt. Boah, Alter. Ach, der sieht einfach geil aus, das ich Auto. Ich fahre aus der Motorhaubenperspektive. Tut mir leid, falls das scheiße aussieht, aber so kann ich am besten fahren. Ich habe die Traction Control aus, ABS an, die ganzen anderen Hilfen, Lenkhilfe und so eine Scheiße. Ich habe eigentlich nur ABS an. Ah, schön innen reingeknallt. Ja, das ist doch gammelig, das ist doch voll die Pimmel-Variante da, das gibt's doch nicht. Oh je. Ah, du hast mich voll rausgedrängt. Ja, ja, genau. Fuck. Na, ah, die hab ich besser bekommen. Oh je, ich hab die Strecke auch irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Ich auch nicht gerade. Es war länger, dass wir die gefahren sind. Ja. Oh je. Nein! Ja gut, wir haben ja drei Runden. Können. Schade, schade, schade. Glaube ich auch nochmal irgendwo so ein Haarnadel-Ding. Da unten oder ja. So. Boah, mit über 300. Oh je, selbst das war zu schnell. Boah, zum Glück sieht er nicht meine Perspektive gerade. Nix passiert. Oh fuck! Na, vielleicht hätten wir vorher mal so ein bisschen Testlauf. Training machen sollen. Scheiß drauf, meine brauchen wir Kurve nicht. Ist nämlich schon so ein bisschen im Arsch. Och nein, die Strecke ist das jetzt, erkenne ich es auch wieder. So, und auf der Kuppe bremsen. Oh je, ist ein bisschen zu spät. Wie Strafe! Klar, ey, ich bin nach außen gekommen. So ein Scheiß, woher denn? Das hat mich eher langsamer gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Voll verbremst, ey. So richtig hart verbremst. Ja, ich hab's auch alles andere als gut genommen. Na, ah, das wird schon wieder. Schön. Ja, auch ganz gut. Ein bisschen Re-Spin, ist aber okay.
Hat der eh Allrad die Karre, da geht das eh immer nach vorne. Was hab ich für eine Strafe gekriegt jetzt, ey. Ja, die war auch gut. So langsam läuft's. Immer rund und rund. Oh je. Bin ich ein bisschen rausgekommen. Turbo Sound ist so richtig schön von dem Bugatti. Ja, finde ich auch gut. Der fährt sich auch eigentlich ganz gut. Die vier Turbo da, das war dann richtig. Ich glaube, es waren vier, ich weiß nicht mehr genau. Ach nein. So, letzte Runde. Und schon wieder verbremst. Oh Mann. Die Hana sind einfach echt mies. Wieder Stoff. Auf der Geraden geht die Karre ja schon richtig, ey, muss man ja sagen. Richtig brutal. Und wieder Feuer. Durch den Allrad driftet die halt auch wenig. Da lässt sich echt kinderleicht fahren, die Karre. Oh, und Ziel gerade. Gucken wir mal dem Chrissy noch zu. Junge, Junge, wie sieht deine Karre aus? Oh, du hast ja keine Türen mehr. Ja, ich hab gedacht, scheiß Ballast, dann bleib ich mal weg. Bin dann kurz in die Box gefahren, hab die ausbauen lassen und dann kostet das natürlich 11 Sekunden, ist ja klar. Ja, war nix. Sollen wir mal das Auto wechseln? Minusgeld sogar gekriegt. Minusgeld. Minus? Oh. 5000. Scheiße. Ich hätte nämlich mal Lust, noch mit den anderen zu fahren. Also die Sonder. Ich weiß nur nicht, welchen. Der ist auch extrem leicht, oder alles Carbon. Ich hol den Pagani. Ja. Es geht ein Königseck auch extrem ab. Aber ich hol auch mal den Pagani, denke ich. Oder? Oh, nee, obwohl, nee, ja, dann hole ich was anderes. Warte, dann hole ich mal den Königsegg. Auch wenn das mies ist. Der McLaren müsste eigentlich auch krass abgehen. Ja, der geht auch krass, klar. Aber sind immer diese 1000 PS am Heck, das ist einfach brutal. Ja, können wir machen, warte. Weil das ist immer irgendwie ein bisschen lahm, finde ich. Machen wir auf Mittel. Jo. Ja, die knuppt einen schon gut weg. Aus Erfahrung habe ich das schon. Oder hole ich den McLaren? Oh, ich weiß es nicht. Weil ist halt, ja gut, die haben alle Heckantrieb. Ist halt irgendwie mies, 1000 PS am Heck. Hm. Komm, ich schon mal in den Königseck. Und go. Gleiche Strecke wie vorher? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Glaub schon. Hypercar. Ah, die sind echt hyper. Ja, ist dieselbe. Ja, ist gleiche Strecke.
Ich finde diese eine Passage schlimm mit den Kurven, wo man eigentlich auch geradeaus durchfahren kann, wo nur die Markierungen auf dem Boden sind, weißt du? Startest zwei vor mir. Das ist hart. Ja, das hat nichts zu sagen. Das ist auch nicht gut unbedingt. Aber das habe ich länger nicht mehr gemacht, so im Feld zu fahren. Hä? Was denn? Boah, das Zunder sieht echt böse aus. Ich dachte gerade, ich hätte den falschen ausgewählt. Ah, da was bremsen die denn so? Beim Start bremsen die, was geht denn ab? Ah, da geht der Agera weg. Ist neu zu nehmen. Kann's ja nicht sein. Oh, was bremsen die alle? Ja, die bremsen so scheiße. Oh, geht der weg, ist echt hart, ey. Ja. Ich weiß nicht, wie viel der Zonder hat, aber Königsegg und der McLaren, die haben auch so um die 1000 PS alle. Und das am ich Heck. Ich hab die Linie nicht überfahren, der hat mich reingeschubst. Alter. Das Ding ist unfahrbar bei mir irgendwie. Also... Muss zart am Gas sein. Für meine Fahrkünste auf jeden Fall unfahrbar. Ja, die Scheiße geht sonst immer weg. Ja. Sobald du Vollgas gibst und einlenkst, geht die weg. Solltest Alter, du auch nicht machen. Aus. Aber dafür geht er auf der Geraden gut. Immerhin ist meine Karre noch ganz. Hoppala. Ich fahre auch im Moment ein bisschen langsam. Boah, weil das Auto echt böse ist. Ja, meins auch. Boah. So, erste Runde fast vorbei. Ja, jetzt habe ich mal schön gebremst. Die Kurve habe ich auch besser gekriegt auf jeden Fall. Mann, ich will gerade zum Hauptfeld aufschließen, aber das ist gar nicht so einfach. Wo bist du denn? Genau zwischen beiden Feldern. Hey, ich sehe die nicht mehr auf der Minimap, die Felder. Ich bin zu weit weg. Hoppala, da habe ich Scheiße gemacht. Habe ich zu viel links geguckt, was abgeht. Das ist echt böse, wie die Dinger nach vorne gehen, ne? Ja. Ah je. Ist echt in jeder Kurve am Limit mit den Hinterreifen, ne? Am Ausbrechen oder was meinst du? Controller getrennt. Was ist denn jetzt für eine Scheiße? Ey, der ist ausgegangen. Ja, hatte ich auch öfter schon mal. Wenn die Verbindung zu dem Sticker weg ist. Ich verarsch, ne. Ich bin immer noch erster, gut.
Ich fahre halt irgendwie zu viel Vollgas. Ich komme jetzt langsam rein, aber es ist halt irgendwie zu spät. Ich hab ja, aber den Autos musst du immer, du darfst den Stick echt, also den Trigger da halt echt nur auf den Geraden durchdrücken. Ja. Sonst drücke ich den nie durch. Du musst damit echt spielen mit dem Teil. Jawohl, jetzt bin ich nochmal gut rangekommen. Und vorbei. Oh, der hat mich gerammt, dieser Wichser, Alter. Der fährt mit dem Bugatti Veyron, der müsste eigentlich mehr abgehen. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder dran. Stiftung, ein bisschen. Zwei Plätze. Vorbei. Fünfter Platz bin ich jetzt, glaube ich. Das ist schon gut spannend, wenn man so im Hauptfeld mitfährt, weil... Ja, bei mir ist langweilig. Kann ein kleiner Fehler schon einiges ausmachen. Weil ich fahre irgendwie die ganze Zeit hier ganz allein. Ich will noch aufs Podium, aber das wird kaum machbar sein. Das ist schon die letzte Runde, leider. Hoppala, das war überfahren, ja. Ah, Mann, jetzt zieht der mir weg da vorne, der Schweizer. Oh, der Wichser, Alter. Wegen dem habe ich mich jetzt gedreht. Das war richtig mies gefahren. Der müsste eigentlich eine Strafe kriegen. Natürlich, jetzt überholt er mich auch noch. Ja, ich habe ziemlich die gleiche Zeit wie mit dem Bugatti. Du hast eine viel schlechtere Zeit mit dem Zonda als mit dem Bugatti. Ja, ich kam mit dem nicht so gut klar. Dem Bugatti bin ich ja schon mal irgendwann gefahren. Mhm. Oh, du hast dich ja verbessert. Vorhin war deine Bestzeit noch 2.12, jetzt 2.9. Ja, ich habe mich sogar gedreht einmal. Weil der Typ mich richtig gerammt hatte. Das ist im Mittelfeld oder vorne im Feld, das ist echt nicht einfach. Schon schön, so ein Auto. Bei meinem sieht die Textur vom Auto nicht so wirklich schön aus. Okay. Soll, glaube ich, Carbon oder sowas sein. Okay, jetzt würde ich sagen, ändern wir mal Straßenrennen Hot. Wir haben auch schon einiges gespielt jetzt. Sollen wir vielleicht noch eins machen oder so? Ja. Andere Strecke auf jeden Fall mal, die da... Ich habe zwar nicht auf die Uhr geguckt, aber an sich dauern die Rennen ja nicht lang. Nee, aber trotzdem. Eins geht. Ich muss mal gucken, was ist denn Coupé? Also der 1M. Oh, das BRZ. Waren die Scheißkarren. Und ne, 1M ist geil. Aber habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Performance, was ist das? Im 3 Coupé, die Karren. Lass mal doch mal ein Driftrennen machen, das fand ich cool. Ja, okay, ich kann's aber echt überhaupt nicht, ey. Driften war egal, geil. Machen wir das mal. Tuner war das ja, genau. Drift irgendwo. Es ist schade irgendwie, dass wenn man die Events einzeln auswählt, dass man die Punkte nicht zusammenzählt quasi, weißt du? Jetzt haben wir schon wieder neue Punkte. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Was kann man denn hier für Karren wählen? Nissan. So. Würde ich sagen. Weiß ich gar nicht, wen ich holen soll. Scheiße, jetzt haben wir genau die gleich geholt. Egal. Na, ist doch egal. Hoppala. Ich wollte vorher noch den ersten holen. Was war das denn nochmal? Mitsubishi Lancer Evo. Ja. 10. Ich glaube, den hatte ich letztes Mal gehabt. Ich weiß es aber nicht. Ja, ist eigentlich ziemlich egal. Die sind ziemlich gleich offen. Die Strecke sieht geil aus. Reinbringen. Den Lin. Ja, ich glaube, die sind ähnlich. So. Sehen schon mal geil aus. Erinnert mich immer wieder an Need for Speed, finde ich. So Drift Challenge. Fahren wir eigentlich zusammen drauf? Ein bisschen neben einer mir? Einer fährt immer vor. Ah, okay. Du fährst vor. Boah, Gott.
Oh nein, schon gedreht. Oh, Kollision. Oh, 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 oh. Das war schön. Ich hatte letztes Mal eine andere Karre. Ah, oh, fuck, Dreher. War auch ganz okay. Nein, 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 nicht so weit. Oh, gerade noch so. Nein, Dreher. Scheiße, beim vom Kurs zählt er die ganze nicht mehr, oder? Ja, genau. Und? Nee, war nix bei mir. Oh, ich Boah. War ganz gut. Das war nix. Das ist so schnell vorbei, ne? Das war jetzt ja. Schon. Oh, ich bin auf Level 3 aufgestiegen. Nice. Ja, ich hab ja Geld dazu bekommen. Aber trotzdem Minus gemacht. 115.000 habe ich jetzt. Ich weiß auch gar nicht genau, was bringt das überhaupt so wirklich, sich eine eigene Karre zu kaufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die kann man sich irgendwie nochmal tunen und verändern, individuell und sowas. Ich würde sagen, machen jetzt. Wir noch ein Rennen. Ich glaube, tunen ist das Hauptaugenmerk da. Also, okay. Dass du noch mehr Leistung rausholen kannst. Weil hier kriegst du echt nur die Standardkarren irgendwie. Wenn du halt kein eigenes in der Klasse hast. Da gibt's nur eins. Boah, Alter, was ist das für ein Geschoss? Beschleunigung. Ja, mit dem Teil würde ich gerne mal fahren. Hart. Lola. Ja, der ist auch krass. Nee, wir holen den anderen. Formula C. Oh, nicht Zeit fahren. Rennen. Mittel. Ein Event. Die Beschleunigung ist krass bei dem Teil. Egal. So, von mir aus. Bin ich mal gespannt. Erstmal auf die Strecke. Ja, ich weiß auch und nicht, was da jetzt kommt. Wie das Teil fährt. Ich bin das nämlich noch nie gefahren. Das ist halt Formel 1. Hm. Beziehungsweise Formula C. Also irgendwas weiter unten. Was für Ecke. Ah, San Francisco. Ganz schön viele 90 Grad Kurven. Oh, stimmt, mit Gegnern. Ein Start so. Was? Nein, oder? Doch nicht. Oh. Man kann doch nicht Formel 1 in der Stadt fahren. Also ja, klar, kann man schon. Monaco. Monte Carlo oder. Ja, oder Monaco ist ja auch, aber. Da habe ich aber, ich finde das richtig scheiße in der Stadt von Formel 1. Also ich kann es nicht. Ja, die 90 Grad Kurven da, die regen mich auf. Hat das Teil eine Beschleunigung? Alter. Boah, was geht hier? Einfach mal ein bisschen vorbeigemogelt. Ich auch. Oh, Chris ist da vorne. Ich bin jetzt hinter dir. Und jetzt bin ich vorbei. Toll. Toll, bei mir ist schon alles freckt, weil mir so ein Spast reingefahren ist. Ja. Oh je, was ist das denn für eine Kurve? Fuck, hab ich nicht gesehen. Boah, die Teile gehen ja derbst weg, einfach nur. Sind ja nicht zum Driften gedacht. Ist halt, die haben einfach einen so kleinen Punkt, wo du die wirklich kontrolliert driften könntest. Aber wenn du den überschreitest, gehen die halt einfach, da drehen sich halt direkt. Die haben halt Extreme Grip. Boah, da springt man ja. Ja gut, ist halt San Francisco. Aber trotzdem. Alter.
der Formel 1 Karre springen. Willst du mich verarschen? Komm schon. Boah, das hier ist für mich irgendwie gar keine Formel 1 Strecke. Das geht ja gar nicht klar. Ja, meine Lenkung ist schon freck. Ich kann es eigentlich schon aufgeben. Also, ich kann eigentlich aufgeben. Muss mehr bremsen. Ah, scheiße, total verbremst. Die Strecke hier auch gar nicht. Oh je. Ich glaube, ich habe die ersten beiden auch nicht mehr. Jetzt hat mir so einer die Reifen kaputt gefahren. Sauber. Nice. Boah, die ersten beiden ziehen echt gut weg. Boah, nicht drehen, nein! Fuck, meine Lenkung ist jetzt auch beschädigt. Deine ist aber bestimmt nicht rot, oder? Nee. Ah, ist das eine miese Strecke. Oh Mann. Boah, ich komme auch gerade auch gar nicht klar. Nee, die ersten beiden sind weg. Schon doof, dass man das Auto einfach nicht reparieren kann. Wenn hier so ein Spacko reinfährt und die Reifen kaputt macht, dann ist das Rennen einfach gelaufen. Mhm. Irgendwie Boxengasse oder so fehlt mir komplett. Reparatur oder sowas. Und die Rücksetzpunkte sind für den Arsch. Alter, wie lange brauchen die denn für eine Runde? Ich fahre hier die ganze Zeit mega lahm. 30. Die kommen einfach nicht hinterher. Kann doch nicht sein. Jetzt. Ah, es kommen wieder die Hubbel. Boah, krass. Sowas von unlogisch. Oh, ich sehe den zweiten wieder. Das nee, das bin ich. Ah, okay. Ich kann nur nicht mehr lenken, ne? Fuck, ey. Ich dachte schon. Nee, die anderen sind weg. Ah, nee, das ist Schwachsinn. Ah!
Ah, da zieht die Karre nach links. Ja. Jo, war wohl nix heute. Oh, ist mir auch warm. So. Das war's mit einer Folge Grid. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn wir nochmal eine aufnehmen. Jo, bis dann. Viel Spaß. Tschö. Ciao.